Eine neue Brücke über den Bosporus verbindet in Istanbul die Kontinente Europa und Asien. Eigentlich ein Symbol für die Türkei als Bindeglied zwischen Abendland und Morgenland. Doch ist die Türkei unter Präsident Erdogan noch ein verlässlicher Partner in der Region? Oder längst ein Problemfall für Europa und den Westen? Euer Vorgehen unterscheidet sich nicht von den Nazi-Methoden der Vergangenheit. Dass ihr das wisst. Seit dem Putschversuch 2016 verändert sich das Land dramatisch. Recep Tayyip Erdogan regiert die Türkei autoritär und brüskiert fortlaufend langjährige Verbündete. Eine völlige Abwendung und eine Feindstellung können wir uns eigentlich nicht erlauben. Als Westen kann sich auch die Türkei nicht erlauben. Die Zeichen stehen eher auf Sturm. Geografisch an strategischer Stelle zwischen Europa und dem Nahen Osten verankert, ringt die Türkei über die Jahrhunderte immer wieder mit ihrer Identität. Doch wo sehen sich die Türken? Eher im Westen oder im Osten? Die Türkei lässt sich nicht einfach in Europa, Asien oder im Nahen Osten verorten. Denn sie hat eben diese verschiedenen kulturellen Ausprägungen. Und das ist ja auch das Faszinierende, das Besondere an diesem Land, dass es so vielfältig ist. Aktuell wendet sich die Türkei vom Westen ab und orientiert sich neu. Auf der politischen Landkarte verschieben sich die Koordinaten mit noch ungewissem Ausgang. Die Türkei hängt in der Luft. Es geht gerade nirgendwo hin. Wie das Foucault'sche Pendel in Umberto Ecos Roman schwingt sie zwischen Europa und Russland, den USA und Russland und findet die goldene Mitte nicht. Kayseri ist eine schnell gewachsene Millionenstadt in der geografischen Mitte der Türkei. Die Großstadt in Zentralanatolien steht für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes der letzten zwei Jahrzehnte. Sie ist eine jener Aufsteigermetropolen mit einer neuen islamisch-konservativen Mittelschicht, den sogenannten Anatolischen Tigern. Das Bürgertum hier ist wohlhabend und fromm zugleich. So wie Kayseri stellt sich die türkische Regierung die ganze Türkei vor. Westliche Werte stehen hier nicht besonders hoch im Kurs. Der Journalist Recep Bulut ist in Kayseri geboren und kennt die Gründe für die zunehmende Kritik am Westen und der Europäischen Union. Europa ist ein Club von Christen. Man wird uns nicht aufnehmen, weil wir Muslime sind. Seit 54 Jahren lässt Europa uns sozusagen vor der Tür warten. Und die Politiker nutzen das, um von innen politischen Problemen abzulenken. Sie brauchen da nicht mehr über Korruption zu sprechen oder über die Inflation, Armut und wirtschaftliche Probleme. Sie lenken die Diskussion nach außen, auf Feinde, die sie selbst geschaffen haben. Die politischen Umwälzungsprozesse des vergangenen Jahres haben auch in Kayseri tiefe Spuren hinterlassen. Seit dem Putschversuch wurden wie überall in der Türkei auch hier hunderte Unternehmer verhaftet, angeklagt und auch enteignet. Die Rahmenbedingungen für Investoren haben sich verschlechtert. Ausländische Firmen sind verunsichert und reagieren zurückhaltend. Mit weitreichenden Folgen für die türkischen Partner. Wir sind wirtschaftlich gesehen in einer sehr ernsten Krise, sowohl landesweit als auch in Kayseri. Für Produktionsbetriebe wird es jeden Tag enger. Viele Geschäftsleute sind insolvent. Der Wechselkurs ist gefallen und die Verschuldung aufgrund von Bankkrediten ist gestiegen. Für die wirtschaftliche Zukunft sieht es nicht gut aus. Und ich habe die Sorge, dass wir noch schwierigere Zeiten erleben werden. Der türkische Wirtschaftsmotor, wichtiger Stützpfeiler der Regierung, ist ins Stottern geraten. Seit dem 15. Juli 2016 hat sich die Situation in der Türkei dramatisch verändert. Soldaten der türkischen Armee blockieren an diesem Abend die Verkehrsadern über den Bosporus.
Um die eigene Entmachtung aufzuhalten, versuchen Teile des Militärs, die Regierung zu stürzen. Der Präsident fordert die Bevölkerung auf, sich gegen die Putschisten zu stellen. Überwachungskameras in Istanbul und Ankara halten fest, wie Menschen und strategische Ziele beschossen werden. Bei den Kämpfen kommen mehr als 290 Menschen ums Leben. Es gibt mehr als 1400 Verletzte. Nach zwei erfolgreichen Militärputschen in der Vergangenheit scheitert die versuchte Machtübernahme, diesmal am beherzten Widerstand vieler Bürger und loyaler Polizei und Streitkräfte. Präsident Erdogan macht unverzüglich seinen ehemaligen Verbündeten, den Prediger Fethullah Gülen und dessen Anhänger für den Putschversuch verantwortlich. Ich sage es Ihnen, wir werden diese Leute bis in den letzten Winkel verfolgen. Es folgt eine beispiellose Verhaftungswelle gegen Militärs, Akademiker, Beamte, Juristen und Journalisten. In der Türkei werden mehr als 50.000 Verdächtige wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Putschplänen oder wegen angeblicher Unterstützung der Gülen-Bewegung festgenommen. Im Staatsdienst werden mehr als 100.000 Beamte von ihren Posten enthoben. Die Türkei ist meiner Meinung nach noch keine Diktatur. Aber sie hat viele Merkmale eines despotischen Regimes. Und das Besondere daran ist, da geht es dann für die vielen Staatsbeamten und für die Staatsdiener irgendwann nicht mehr darum, eine Aufgabe zu erfüllen, sondern den Willen des Herrschers vorauszuahnen und ihm zu gefallen. Die Säuberungswelle der Regierung trifft das ganze Land. In der Türkei sitzen zurzeit weit über 200 Journalisten im Gefängnis. Rund 150 Medienbetriebe wurden geschlossen. In Kayseri wird auch Recep Bulut als Herausgeber einer Zeitung eingeschüchtert. Vor allem mit juristischen Mitteln. Es gibt an die 27, 28 Verfahren. Mal gewinnen wir, mal verlieren wir. Ich bin zwei Tage die Woche bei Gericht. Da es in der Türkei keine aufgeklärte Kritikkultur gibt, wird man sofort angegriffen, wenn man Kritik äußert. Auch auf dem internationalen Parkett fällt jede Zurückhaltung. Während eines USA-Besuchs von Präsident Erdogan in Washington D.C. im Mai 2017 greifen seine Leibwächter vor der türkischen Botschaft kurdische Demonstranten und deren Unterstützer an. Die Gewaltbereitschaft gegenüber Kritikern ist groß und steht demokratischen Werten diametral entgegen. Der Westen ist entsetzt. Doch die Türkei hat sich zu einem Schlüsselland entwickelt und Erdogan ist einer der wichtigsten Politiker für Europa. Die Türkei ist für die zukünftige Machtbalance Europas von zentraler Bedeutung. Für Energieversorgungsfragen, für die Auseinandersetzung mit dem Islam und dem Islamismus, für Ordnung im Nahen Osten, für all diese Fragen brauchen wir die Türkei, nicht zuletzt in der Flüchtlingsfrage. Also die Bedeutung könnte eigentlich größer nicht sein. Die strategische Bedeutung gründet sich auf die exponierte geografische Lage. Die Türkei sitzt an der Schnittstelle zwischen Ost und West, zwischen Abendland und Morgenland. Im Westen grenzt die Türkei heute an Griechenland und Bulgarien. Im Norden liegt das Schwarze Meer, im Süden das Mittelmeer. Im Osten sind ihre Nachbarn Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Iran und die Krisenländer Irak und Syrien. Über die Türkei kamen 2014 und 2015 mehr als 850.000 Flüchtlinge aus den verschiedenen Krisenregionen nach Europa. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, wir schaffen das. Doch die Staatengemeinschaft ist überfordert und kann sich nicht auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik einigen. Mehrfach reist Angela Merkel nach Ankara. Um die Flüchtlingskrise zu bewältigen, setzte sich für ein Abkommen ein, das die Türken zum Torwächter für Flüchtlinge macht, die nach Europa streben. Die türkischen Behörden sorgen dafür, dass die von Schleppern organisierten Schlauchboote nicht mehr ungestört die Meerenge nach Griechenland überqueren können. Auch illegal eingereiste Migranten werden wieder zurückgenommen.
Als Gegenleistung werden der Türkei bis 2017 rund 3 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei in Aussicht gestellt. Die Türkei ist unmittelbar von der Flüchtlingskrise betroffen. In der Türkei sind aktuell rund 3 Millionen Syrer. Zusammen mit Afghanen, Irakern und anderen sind das fast 4 Millionen Flüchtlinge. Im Flüchtlingsabkommen werden der Türkei Fortschritte beim EU-Beitrittsprozess und eine Liberalisierung der Einreise in die EU für türkische Staatsbürger zugesagt. Doch während die Türkei ihren Teil der Abmachung hält, fordert die EU für die Visa-Liberalisierung die Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien. Als 50.000 Flüchtlinge an unserer Grenze standen, da habt ihr gejammert. Ihr habt euch gefragt, was machen wir nur, wenn die Türkei ihre Grenzen öffnet? Also, wenn ihr so weitermacht, werden wir diese Grenzen öffnen. Der Ton gegenüber der EU verschärft sich noch weiter. Im April 2017 lässt Erdogan über eine Verfassungsänderung abstimmen, die dem Präsidenten mehr Macht als bisher verschafft. In Deutschland werden Wahlkampfauftritte türkischer Minister untersagt. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu weicht in Hamburg in die Residenz des türkischen Konsuls aus. In den Niederlanden wird die türkische Familienministerin Fatma Sayankaya, die auch Wahlkampf machen wollte, zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen. Die türkische Regierung ist empört und mobilisiert europaweit Proteste. In einer Rede folgt die nächste Eskalation im gestörten deutsch-türkischen Verhältnis. Hey Deutschland, ihr habt nicht im Entferntesten etwas mit Demokratie zu tun. Euer Vorgehen unterscheidet sich nicht von den Nazi-Methoden der Vergangenheit. Dass ihr das wisst. Erdogan ordnet dem Ziel, das Referendum zu gewinnen und seine Macht auszubauen, die politische Etikette unter. Seine Botschaft: Die Türkei braucht einen starken Führer und an Erdogan lässt sich nichts gefallen. Bei der Hälfte der Bevölkerung fällt diese Strategie auf fruchtbaren Boden. Die in der Türkei sehr verbreitete Vorstellung, auch unter den politischen Eliten, ist, dass die Türken eigentlich eine viel bedeutendere historische und auch weltpolitische Rolle übernehmen müssten, auch vom Schicksal ihnen vorbestimmt ist, dass sie aber über Jahrzehnte daran gehindert wurden, diese Rolle zu übernehmen durch Kolonialmächte, westliche Einflussnahme und andere, die sie umzingeln und belagern. Der Konflikt zwischen Okzident und Orient hat eine lange Tradition. 1453 erobern türkischstämmige Osmanen Konstantinopel und beenden die fast tausendjährige Herrschaft des Byzantinischen Reiches christlichen Glaubens. Es gibt den Moment, in dem der osmanische Staat wirklich ein Imperium wird. Das ist der Moment, in dem Konstantinopel eingenommen wird. Zur Demonstration der neuen Herrschaft bauen die osmanischen Eroberer die Hagia Sophia, die größte Kirche des Abendlandes, zu einer Moschee um. Unter Sultan Mehmed II. Steigt das Osmanische Reich zur neuen Weltmacht neben dem Heiligen Römischen Reich, England und Frankreich auf. Bald reicht es vom Balkan bis nach Persien, wächst weiter Richtung Süden und schließt auch die heiligen Städten Jerusalem, Medina und Mekka ein. wird Süleyman der Prächtige Sultan und Kalif. Unter seiner Regentschaft erlebt das Osmanische Reich über Jahrhunderte eine Zeit der Blüte. Im damaligen Konstantinopel entstehen spektakuläre Paläste und Moscheen. Das Reich der Osmanen überdauerte 6 Jahrhunderte. Es war das letzte Kalifat, ein Reich, das durchgehend von der gleichen Dynastie regiert wurde. Es war ein Reich, das besonders unter Süleyman, dem Prächtigen, ein hohes Ansehen in den europäischen Ländern und einigen Staaten des Orients hatte.
Europa sollte ein politischer, strategischer und geschäftlicher Partner sein. Aber die Westmächte blieben gleichzeitig Christen und Nicht-Muslime, die es zu erobern und zu bekämpfen galt. Die Expansionspolitik Richtung Mitteleuropa führt die Osmanen 1683 vor Wien. Bei ihrem zweiten Versuch, die Stadt einzunehmen, werden sie geschlagen und zurückgedrängt. In den folgenden zwei Jahrhunderten verlieren die Osmanen immer wieder entscheidende Schlachten. Ein herber Territorialverlust ist 1829 Griechenland, danach folgt Bulgarien. Der westliche Balkan fällt an die Habsburger. Im Norden Afrikas errichten Frankreich, Italien und Großbritannien ihre Kolonien und Protektorate. Die russischen Zaren greifen nach den Gebieten um das Schwarze Meer. Das Osmanische Imperium wird von den Kolonialmächten zerrissen und ausgebeutet. Für die Türken ein Trauma. Die Türken sind ein sehr stolzes Volk. Das resultiert auch aus dem Gefühl heraus, dass man in seiner Geschichte imperiale Zeiten erlebt hat. Die Türken ertragen es nicht, zweitklassig behandelt zu werden. Dieses Gefühl ist besonders bei den etwas gebildeteren Schichten stark ausgeprägt. Wenn sie eine prächtige Vergangenheit haben und die Gegenwart ist das nicht mehr, bekommen sie Komplexe, ob sie wollen oder nicht. Die Türkei lebt diesen Komplex seit 200 Jahren. In Istanbul sind noch heute Zeugnisse der großen Vergangenheit sichtbar. Prachtvolle Paläste der Sultane säumen den Bosporus. Doch die glanzvolle Epoche neigt sich im 18. Jahrhundert dem Ende zu. In Europa sind Großmächte entstanden, die den Osmanen technisch, wirtschaftlich und militärisch überlegen sind. Die Osmanen versuchen die Anpassung an Europa. Der Turban wird verboten und der Fes eingeführt. Der Sultan verschuldet sich im Ausland, um das Land zu modernisieren. Doch der Zerfall des Osmanischen Reiches ist nicht mehr aufzuhalten. Der Erste Weltkrieg besiegelt das Ende des Osmanischen Reiches. Großbritannien, Frankreich und Russland teilen die osmanischen Gebiete unter sich auf. Der Niedergang und der letztendliche Sturz des Osmanischen Reiches war kein natürlicher Prozess, sondern war ein Prozess, der ganz maßgeblich von europäischen Kolonialmächten befördert und vorangetrieben wurde. Und das wird in der Türkei auch maßgeblich so gesehen. Deshalb sind türkische Eliten mit der Idee aufgewachsen, dass sie sich fortwährend gegen wie auch immer geartete äußere Einflussnahme zur Wehr setzen müssen. Gegen die Bevormundung durch die fremden Besatzer organisiert ein General erfolgreich den Widerstand. Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk genannt, gelingt es im türkischen Befreiungskrieg, die Invasoren zu vertreiben. Auf den Trümmern des Osmanischen Reiches gründet er 1923 die Türkische Republik. Religion und Staat werden per Verfassung getrennt. Die traditionellen Gebetsrufe von den Minaretten verboten. Die Regierung führt das lateinische Alphabet ein. Das Kopftuch wird in den großen Städten zum verpönten Zeichen für die Rückständigkeit der Frau. Der nicht westlich orientierte Teil der Gesellschaft wird zu Türken zweiter Klasse degradiert. Die wohlhabende und herrschende Klasse bekennt sich zu dem nach Mustafa Kemal benannten Kemalismus. Die türkische Republik wurde von Mustafa Kemal und von den Kemalisten gegründet. Von ihnen und ausschließlich von ihnen. Heute müssen die Kemalisten die große Frage erdulden, ob Präsident Erdogan im 21. Jahrhundert das sein kann, was Mustafa Kemal im 20. Jahrhundert gewesen ist. Jahrzehntelang regieren Kemalisten die Türkei. Die einfachen, überwiegend frommen anatolischen Provinzler, die sogenannten Schwarzen Türken, werden von der herrschenden Elite so weit möglich von der Macht ferngehalten. Mit dem Aufstieg der AKP, der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, seit 2002 ändert sich das. Eine betont islamische Identität ist nicht länger ein Hindernis, sondern ein Vorteil für gesellschaftlichen Aufstieg. Gegenüber dem säkularen, eher westlich orientierten Teil der Bevölkerung kehrt sich das Kräfteverhältnis allmählich um. Konflikte sind davor programmiert.
Wenn sie radikale Maßnahmen treffen, spalten sie das Volk in zwei Lager. Auf der einen entsteht eine Gruppe, die sie in jeder Form, also mit all ihren negativen und positiven Eigenschaften, unterstützt. Auf der anderen Seite entsteht eine Gruppe, die sich aufgrund dieser radikalen Maßnahmen Sorgen um die republikanischen Werte, um Atatürks Reformen sowie um den Richtungswechsel des Regimes und der Demokratie macht. Die Gesellschaft wird polarisiert. Mitte der 2000er Jahre galt die Entstehung einer islamisch und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreichen Mittelschicht als richtungsweisend. Mit milliardenschweren Investitionen, auch aus dem Ausland, entstanden tausende neue Fabriken. Für die zugezogene Landbevölkerung wurden in der ganzen Türkei Neubausiedlungen errichtet. Für Leute, deren Eltern- und Großelterngenerationen noch unter sehr bescheidenen Bedingungen in ländlichen Regionen lebten, die nun in einem modernen Zwei- oder Drei-Zimmer-Apartment sich aufhalten, kostenlose Gesundheitsversorgung haben und ihre Kinder auf die Universität schicken, das sind ökonomische Quantensprünge, die auch der AKP zu Recht politisches Kapital verschafft haben. Kritiker befürchten unter der AKP eine schleichende Islamisierung der Türkei. Die Religion hält wieder Einzug in die Politik. Erdogan predigt islamische Werte, legalisiert Kopftücher im Staatsdienst, verbannt Alkohol vielerorts aus dem öffentlichen Leben und hält die Menschen dazu an, züchtiger und frommer zu leben. Auch wenn die Türkei kein islamisches Land ist, ist es Fakt, dass man versucht, das Leben nach konservativen Werten zu gestalten. Das können wir im Bildungswesen sehen, das können wir bei einer Reihe von neuen Gesetzen und im Alltag sehen. Wenn alles umgesetzt wird, muss die Türkei noch kein islamischer Staat sein. Aber die Türken werden zu einem Leben verurteilt werden, das von einem strengen Konservatismus geprägt ist. Auch in Istanbul ist der neue Konservatismus deutlich sichtbar. Auf der asiatischen Seite entsteht eine gigantische Moschee. Fast 100 Jahre nach der Abschaffung des Osmanischen Kalifats präsentiert sich die türkische Regierung als Schutzpatron der Muslime in der arabischen Welt. Damit wird natürlich gezeigt Größe und Außerordentlichkeit der Türkei. Und gleichzeitig schafft sich Erdogan gewissermaßen sein eigenes Vermächtnis. Wir wissen, dass in der osmanischen Zeit die Sultane sich darüber in der Erinnerung des Volkes gehalten haben, dass sie große Moscheen gebaut haben. Und tatsächlich ist die Moschee, die Erdogan jetzt auf den Hügeln des Bosporus errichtet, ein getreues Abbild der Sultan Ahmed Moschee, auch mit 6 Minaretten, also knüpft direkt an osmanische Traditionen an. Imperiale Dimensionen hat auch der Regierungspalast in Ankara. Mit rund 1000 Zimmern und Baukosten von mehr als 490 Millionen Euro ist er einer der größten Staatspaläste der Welt. Im Norden Istanbuls entsteht ein Flughafen der Superlative. Mit 6 Start- und Landebahnen und geplanten 150 Millionen Passagieren wird er einer der größten der Welt. In die Reihe der Superbauten fügt sich auch die dritte und neueste Brücke über den Bosporus. Sie ist mit 59 Metern nicht nur die breiteste Brücke der Welt. Auch die 322 Meter hohen Brückenpfeiler sind Weltrekord. Zum 100. Geburtstag der Republik 2023 will sich das Land als Großmacht präsentieren. Die Türkei ist die stärkste. Sie ist die einzige wirtschaftliche Macht, die in der Region zählt. Sie ist ein Anziehungspunkt, die Gesellschaft im Mittleren Osten, für die sich die ganze Welt interessiert. Großprojekte wie diese riesige Brücke demonstrieren die Fähigkeit des Landes, sich schnell zu modernisieren. Die Türkei will Vorbild sein, in wirtschaftlicher und psychologischer Hinsicht, und eine ganze Region zum Träumen bringen. Aufgrund ihrer rasanten Entwicklung wird die Türkei Mitte der 2000er Jahre vom Westen als Modell für die Zukunft der islamischen Welt gepriesen. Das Land hat wirtschaftliches Wachstum, islamische Identität und Demokratie anscheinend erfolgreich miteinander in Einklang gebracht. Eine Synthese östlicher Kultur und westlicher liberaler Werte ist seinerzeit einzigartig im Nahen Osten. Die Türkei gilt damals für den Westen als verlässlicher Partner. 2005 werden offiziell die Beitrittsverhandlungen zur EU aufgenommen. Ein Jahr zuvor wird Erdogan Europäer des Jahres. Türkiye olarak şahsım
Die Türkei, ich und mein Volk sehen die Annäherung an die Europäische Union mit dem Ziel, dass sich die Zivilisationen friedlich einigen und treffen. Erdogan hat den Westen und auch einen großen Teil seiner Landsleute sehr klug eigentlich sozusagen hintergangen und getäuscht. Er hat das Spiel der Modernisierung, der Heranführung der Türkei an den Westen sehr gekonnt mitgespielt, hat sich auf den Erweiterungsprozess in der EU eingelassen, diesen Mitgliedsprozess, hat Wirtschaftsreformen durchgeführt und die Armee entmachtet. Und all das sah aus wie ein Heranführen an den Westen. In Wirklichkeit war es die Vorbereitung darauf, dieses Land nach seinen Vorstellungen umzuformen, hin zu dem autoritären Staatsgebilde, das jetzt im Entstehen ist. Mit den Regierungswechseln in Deutschland und Frankreich übernehmen ab 2005 entschiedene Gegner eines EU-Beitritts der Türkei die Regierungsgeschäfte. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Die Beitrittsverhandlungen geraten ins Stocken. Seit 2005, dem Beginn des Beitrittsprozesses, gab es immer wieder Vetos zu den einzelnen Kapiteln von verschiedenen Staaten. Das hat ein Vakuum geschaffen, ein Vertrauensproblem zwischen der Türkei und der EU. Die Beitrittsverhandlungen werden von der EU nicht nur halbherzig, sondern auch ergebnisoffen geführt. Das bedeutet, auch wenn die Türkei alle Anforderungen erfüllt, kann sich die EU trotzdem gegen einen Beitritt entscheiden. Insbesondere in West- und Mitteleuropa wird die Türkei als ein orientalisches Land betrachtet und die europäische Tradition dieses Landes eigentlich als etwas Unnatürliches gesehen. Das hat viele Türken, und zwar auch viele europäisch orientierte Türken, natürlich gekränkt. Von der EU hingehalten, besinnt sich die türkische Regierung auf ihr osmanisches Erbe. Die klare Ausrichtung auf EU und NATO tritt hinter die Idee einer im Nahen Osten dominanten Türkei zurück. Als ein vom Westen unabhängiges Machtzentrum. Architekt der neuen Außenpolitik ist Ahmet Davutoğlu. Er hat das Land definiert als ein Land, was nicht länger nur am Rande Europas und Anhängsel Europas sein soll, sondern als ein Land, das letzten Endes gleichberechtigte Beziehungen, gleichwertige Beziehungen zu Europa, zu Eurasien und zum Nahen Osten haben soll. Es gibt die Vorstellung der Türkei als eine asiatische, zentralasiatische Führungsmacht, die Vorstellung einer orientalischen Führungsmacht, die die arabische Welt beherrschen soll, aber eben auch die Vorstellung, dass die Türkei Mitglied im großen Verband der europäischen Kulturen ist. Auf der Suche nach neuen Partnern wendet sich die Türkei nach Osten. In Syrien sieht Ankara über Bedenken des NATO-Partners USA hinweg und beginnt mit Damaskus eine intensive diplomatische, wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit. Für die Türkei ist Syrien das Tor zur arabischen Welt. Eine engere Anbindung Syriens wird damals als ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Regionalmacht im Nahen Osten gesehen. Die Türkei hat im Nahen Osten eine vernünftige Politik gemacht. Sie hat zwischen Syrien und Israel vermittelt. Sie hat im Balkan zwischen Bosnien, Herzegowina und Serbien vermittelt. Sie hat auf globaler Ebene zwischen dem Iran und der westlichen Staatengemeinschaft vermittelt. Es war eine positive Rolle und sie stand im Nahen Osten, stand sie über den alten Bruchlinien zwischen Persern und Arabern auf der einen Seite und zwischen Schiiten und Sunniten auf der anderen Seite. Das heißt, es war alles in allem eine vernünftige, vermittelnde Politik. Die fundamentalen Umbrüche in der arabischen Welt ab 2011 verändern die Parameter der türkischen Außenpolitik. Nach Tunesien bricht auch in Ägypten der arabische Frühling aus. In Kairo wird der langjährige Präsident Hosni Mubarak gestürzt. Für einen Moment sieht es so aus, als stünde dem Nahen Osten eine Demokratisierung bevor. Stärkste Kraft im Land ist die konservativ-sunnitische Muslimbruderschaft. Ihr Erfolgsrezept? Wohltätigkeit und die Demonstration strenger Religiosität. Das gefällt auch der türkischen Regierung.
Im Schulterschluss mit Ägyptens neuem Präsidenten Mohamed Morsi setzt sie auf eine muslimisch-demokratische Achse, der sich weitere Länder anschließen sollen. Mit dem Potenzial, so Erdogan, die Welt zu gestalten. Der Sturz Morsis im Juli 2013 durch das Militär zerstört diese Pläne und raubt der Türkei ihren engsten Verbündeten in der Region. Auch in Syrien ist die Lage aus der Sicht Erdogans heute eher düster. Im arabischen Frühling schien zunächst auch hier das Ende des Regimes von Bashar al-Assad gekommen. Der türkische Präsident ist einer der ersten Regierungschefs, die nach dem Beginn des Aufstands den Sturz des Diktators fordern. Auch hier hoffen die Türken auf die Erstarkung der Muslimbrüder und favorisieren eine pro-türkische Regierung. Doch dieses Ziel ist in weite Ferne gerückt. Die Proteste in Syrien werden niedergeschlagen. Das Land versinkt in einem Krieg, der bis heute andauert. Assad wird von Russland unterstützt, das langjährige Wirtschaftsbeziehungen zum Regime hat und seinen geopolitischen Einfluss in der Region wahren will. In der syrischen Hafenstadt Tartus ist der einzige Marinestützpunkt Russlands im Mittelmeer. Die Situation eskaliert, als die türkische Luftwaffe im November 2015 an der syrischen Grenze ein russisches Kampfflugzeug abschießt. Es folgt eine diplomatische Krise. Moskau verhängt weitreichende Sanktionen gegen die Türkei. Im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat stellt sich die Lage für die Türkei noch komplizierter dar. Besonders erfolgreich gegen die Dschihadisten gehen im Norden Syriens kämpfende Kurden vor und werden deshalb von den USA unterstützt. Der Kampf gegen den IS hat bei den Amerikanern absolute Priorität. Für die türkische Regierung sind die Kampftruppen der syrischen Kurden der verlängerte Arm der PKK und Terroristen. Die Türken fürchten vor allem die Errichtung eines kurdischen Korridors an ihrer südlichen Grenze. Die Türkei hat derzeit die Priorität, das Entstehen eines kurdischen Autonomiegebiets oder sogar eines kurdischen Staates in Syrien zu verhindern. Das kann sie aber nur, wenn sie sich mit denjenigen einigt, die dieses Projekt gerade stärken und befördern. Und das sind sowohl interessanterweise die Russen als auch die USA. Die türkische Regierung hatte nach der Wahl Donald Trumps auf ein härteres Vorgehen gegen Assad und die Kurden gehofft. Doch die Amerikaner sind nicht zu Zugeständnissen bereit. Die türkische Regierung hat sich mit ihrem aggressiven Vorgehen gegen kurdische Kämpfer im Norden Syriens und im Norden Iraks durch Bombardierungen unmittelbarer Nähe auch amerikanischer Spezialeinheiten, die mit diesen kurdischen Verbänden kooperieren, in eine Position gebracht, in der deutlich wird, dass der NATO-Partner Türkei unter Umständen auch bereit ist, amerikanische Opfer in Kauf zu nehmen, wenn es darum geht, die kurdischen Kräfte zurückzudrängen. Kabinettsmitglieder von Präsident Erdogan haben das auch explizit gemacht und das hat zu großem Ärger in Washington geführt. Trotz Differenzen galt das NATO-Mitglied Türkei in der militärischen Zusammenarbeit über Jahrzehnte als zuverlässig. Der von westlichen Streitkräften im Kampf gegen den IS genutzte türkische Luftwaffenstützpunkt in Jirlik wurde jedoch in letzter Zeit wiederholt von der Türkei als Druckmittel benutzt. Deutschen Abgeordneten wurde schon mehrfach das Besuchsrecht dort stationierter deutscher Soldaten verweigert. Und auch den USA wurde damit gedroht, die Nutzung des Stützpunktes zu untersagen. Incirlik ist einer der Orte, an dem die Vereinigten Staaten taktische Atomwaffen noch deponiert haben, im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO. Das sind Waffen, die unter amerikanischer Oberaufsicht stehen, aber dann gemeinschaftlich mit den Türken zum Einsatz gebracht worden wären, im Fall der Fälle. Allerdings muss man natürlich auch sagen, gibt es sicherlich in Amerika Reservepläne für den Fall, dass man sich auf die Türkei militärisch gar nicht mehr verlassen kann, dass man diese Waffen dann sofort dort aus dem Spiel nimmt. Für Irritationen beim NATO-Partner der USA sorgt auch der demonstrative Schulterschluss von Erdogan und Wladimir Putin. Der Streit um den abgeschossenen Jet wurde beigelegt, die weitreichenden Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Für Moskau ist die Türkei ein willkommener Hebel zur Schwächung des Westens. Und Erdogan will sich Russland nicht zum Feind machen. Die Wege und Einflusszonen der Länder kreuzen sich vielfach.
So könnte Putin unter anderem die Versuche der Türkei, Energietransitland zu werden, vereiteln. Er weiß genau, er kann sich nicht mit allen gleichzeitig anlegen. Und er weiß, wenn ihm jemand derzeit sehr, sehr gefährlich werden kann und sehr, sehr wehtun kann, dann ist es Putin. Und so erklärt sich eben auch der Versuch, trotz aller gegensätzlicher Interessen, sich anzunähern. Denn damit kann man nicht nur dem Westen eins auswischen, sondern damit kann man sich eben auch gegen viel gefährlichere Gegner schützen. Echte Alternativen sehen anders aus. Von den außenpolitischen Erfolgen vor dem arabischen Frühling ist heute nichts mehr übrig. Der Handlungsspielraum der Türkei ist sehr begrenzt. Für mich ist entscheidend, wie sich innenpolitisch die Türkei mit ihrer Kurdenfrage auseinandersetzt. Wenn er das entschärfen kann, wenn er es hinkriegt, die Kurdenfrage innenpolitisch weniger explosiv zu machen, dann ist er plötzlich auch freier, was seine außenpolitische Handlungsfähigkeit in der Region angeht, weil dann die Kurdenproblematik nicht mehr das alles überlagernde Veto-Thema ist. Und das ist ein klassischer Lehrbuchfall, wie innenpolitische Konflikte außenpolitisches Handeln sozusagen determinieren. Außenpolitisch ist der Traum vom Neo-Osmanismus vorerst geplatzt. Aber auch innenpolitisch steckt das Land in einer schweren Krise. Präsident Erdogan, nach dem gewonnenen Referendum mit noch größerer Macht ausgestattet, führt seinen autoritären Regierungsstil weiter. Er kontrolliert Verwaltung, Justiz und Presse und lässt weiterhin tausendfach Kritiker und Gegner verhaften. Wir warten alle darauf, dass er eine gemäßigtere Einstellung zeigt. Aber bis heute ist er immer noch mit der Säuberung des Landes beschäftigt. Er ist vom Widerstand besessen. Besessen von der Idee, dass sich so ein Putschversuch jederzeit wiederholen könnte. Und solange er darauf fixiert ist, kann es in der Türkei keine integrative Politik geben. Und das wäre absolut dramatisch. Auch für seine ausländischen Partner. Erdogans kompromissloser Regierungsstil polarisiert das Land. Das Ergebnis des Referendums macht die tiefe Spaltung der Gesellschaft deutlich. Trotz massiver Drohungen und beobachteten Unregelmäßigkeiten bei der Wahl haben nur 51% für Erdogan gestimmt. Die 49% Neinsager, darunter viele Liberale und Laizisten, fühlen sich unter Druck gesetzt und im Stich gelassen. Die Menschen haben Angst, aber diese Angst kann man überwinden, in diesem Land sogar sehr leicht. Der ehemalige Präsident Süleyman Demirel hat etwas Richtiges über die Türken gesagt. Sie sind wie Glut, wenn sie entfachen, entfachen sie richtig. Diese Stille ist kein gutes Zeichen. Wenn das türkische Volk explodiert, dann explodiert es richtig. Eine Kleinigkeit genügt, damit die Menschen sagen, es reicht. In Teilen der Bevölkerung herrscht ein Klima des Misstrauens und der Angst. Vor allem Nationalisten und Islamisten lassen alle Hemmungen fallen. Die gefährlichste Entwicklung, die die Türkei derzeit nimmt, hat auch damit zu tun, dass überall Parallelstrukturen aufgebaut werden, politische Anhänger, die sich bewaffnen, eine Art Milizen, die entstehen. Und diese Leute sind nationalistisch, islamistisch, zum Teil dschihadistisch motiviert. Diese Leute sind hochgefährlich. Und wenn man die immer wieder füttert mit der Ideologie, dass sie gegen einen inneren Feind kämpfen und gegen einen äußeren Feind kämpfen, dann wollen die auch irgendwann kämpfen. Die Unruhen im Land treffen auch die Märkte. Mit einem kurzfristigen Konjunkturprogramm wurde ein Wirtschaftswachstum von 5% im ersten Quartal 2017 erreicht. Ein trügerischer Erfolg, der nicht über langfristige Probleme wie hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und eine geringe Wertschöpfung hinwegtäuschen kann. Die wirtschaftliche Entwicklung ist der Schwachpunkt, die Achillesferse von dem ganzen Konstrukt, das Erdogan da errichtet hat. Wenn das bröckelt, wenn dieses Modell zum Stillstand kommt, wenn wieder Armut auftaucht, wenn die Investitionen ausbleiben, wenn die besten, gut ausgebildeten Türken ins Ausland gehen, dann kann es das passieren, was jedem autoritären Führer früher oder später passiert. Er kann die Bedürfnisse seiner Bevölkerung nicht mehr erfüllen. Dann wendet sich das Blatt gegen ihn. Und wenn er nicht aufpasst, dann entgleitet ihm das. Auf der Suche nach neuen Märkten engagiert sich die Türkei in Afrika. Vor allem die Bauindustrie interessiert sich für Aufträge auf diesem Kontinent. Zur Beziehungspflege unterhält die Türkei Botschaften in über 20 afrikanischen Ländern.
Mit dem Engagement Chinas in Afrika ist der Einfluss der Türkei jedoch nicht zu vergleichen. Auch mit Russland macht die Türkei wieder Geschäfte. Die Lokomotive der russisch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen ist wieder der Bausektor. Für Milliarden werden Atomkraftwerke und Pipelines gebaut. Ist das die Alternative für die Wirtschaftsbeziehungen zur Europäischen Union? Russland, das ist strategisch eine Sackgasse. Russland ist ökonomisch nicht wirklich interessant. Und dann ist es eben auch vom Führungsmodell her zwar so, dass sich Putin und Erdogan in vielerlei Hinsicht ähneln, aber das macht sie auch zu Rivalen. Das macht sie auch zu Konkurrenten um diese Form von Einfluss in der Region. In Zentralasien, um das Schwarze Meer herum, da sind sie eher Konkurrenten und Rivalen, als dass sie wirklich Partner sind. Als Alternative zur EU wird von der Türkei auch die Shanghai Cooperation Organization aufgeführt. Dem Zusammenschluss gehören unter anderem China, Russland, Indien und Pakistan, aber auch Usbekistan und Tadschikistan an. Die Shanghai Cooperation Organization kann wirtschaftlich in keiner Weise die EU ersetzen. Wenn man das sich vor Augen hält, dann sieht man, dass es bei diesen Neuorientierungen nicht um irgendwelche rationalen außenpolitischen oder wirtschaftspolitischen Strategien geht, sondern es geht im Grunde genommen darum, der Bevölkerung Alternativen vorzugaukeln, damit sie diese Abkehr von Europa hinnimmt. So werden dem türkischen Volk auch die Golfstaaten präsentiert. Anfang 2017 besucht Erdogan unter anderem Kuwait und das aktuell isolierte Katar. Dank seiner in der Türkei investierten Milliarden ein gefragter Verbündeter in der Region. Die Türkei braucht dringend Investitionen. Ein Großteil der Investitionen kommt aus Europa. Die gesamte Exportwirtschaft der Türkei ist abhängig von europäischen Produkten und von Märkten. Es ist im Interesse der Türkei, aber auch im Interesse Europas, dass diese Beziehung fortbesteht. Zwischen Europa und der Türkei herrscht jedoch derzeit diplomatische Eiszeit. Einer möglichen Wiederannäherung steht unter anderem auch der Diskurs über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei im Weg. Die Türkei muss wieder ihre Balance finden. Einerseits eine stabile Verankerung im Westen, aber auch gute Beziehungen zum Rest der Welt. Das erfordert jedoch eine Weiterentwicklung der Demokratie, einen rechtlichen Rahmen und Freiheiten. Das ist der Weg, den die Türkei gehen muss. Mit der aktuellen Regierung unter Präsident Erdogan scheint das kurz- und mittelfristig, eventuell aber auch langfristig, nicht möglich. Man muss wohl davon ausgehen, dass er diesen Kurs zumindest bis zum November 2019 fortsetzen wird, wenn das Parlament gewählt wird und wenn der Staatspräsident erneut gewählt wird. Also bis dahin Weiterführung dieser autoritären Politik. Und auch was danach kommt, sehe ich im Augenblick sehr wenig Hoffnung. Das heißt, hier ist jetzt die Frage, wie erhält man sozusagen eine Restwärme, eine Restnähe, auch mit Blick darauf, dass Erdogan natürlich nicht immer regieren wird, sondern es wird eine Zeit nach Erdogan geben. Vor allem die liberalen, dem Westen zugewandten Türken werden genau verfolgen, wie sich Europa in dieser Krise verhält. Es gilt zu verstehen, was die Türkei bewegt und die Beziehungen zu den Menschen zu stärken, die sich eine andere Türkei als die aktuelle wünschen. Europa muss unbedingt hinter den Neinsagern stehen, sich solidarisch mit ihnen zeigen. Diese Haltung muss einen Wert haben. Man muss den Menschen zeigen, dass man sie wertschätzt.